erstmal, was verstehen wir unter Kreislaufwirtschaft? Es geht darum, die Produkte, die wir im Markt haben, möglichst versuchen, durch Reparieren, durch Umrüsten, Umbauen am Leben zu halten, also den Nutzungszyklus zu verlängern und Kunden eben genau bei diesem Prozess der Reparatur, der Rücknahmen, der Aufarbeitung zu unterstützen. Auch das Thema Lieferantenstruktur, also die günstigsten Lieferanten sitzen nicht in Deutschland, aber unsere Lieferanten sitzen in Deutschland. Auch nochmal so ein Hinweis oder Nachweis, dass wir das wirklich ernst meinen. Man sieht in den Aktivitäten, dass das schon lange, lange zurückreicht. Also vielleicht eine Zahl, seit 98 haben wir ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach ISO 14001, also seit 25 Jahren. Das heißt, wir haben das nicht erst seit gestern erkannt, sondern schon wirklich sehr, sehr früh. Und das ist auch schön, in so einem Unternehmen dann arbeiten zu können. Auch das Thema Familienunternehmen, da finde ich, nimmt man das Thema Nachhaltigkeit noch mal anders wahr, weil es da nicht nur darum geht, möglichst viel Profit zu machen, sondern man hat immer diese langfristige Perspektive.